Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tag 7 unserer Fahrt durch den Lake District. Heute ging es für uns zunächst einmal zur Sheepdog Experience, anschließend nach Windermere und zu Aira Force, einem Park mit vielen Wasserfällen, der in diesem Film die größte Rolle spielt. Aber nun zunächst einmal viel Spaß beim Sheepdog Experience. Auf der Totabank Farm werden Hütehunde für Schafe ausgebildet und einen Teil davon, was die Hunde in ihrer Ausbildung gelernt haben, könnt ihr hier sehen. Jeder Hund hört auf seinen eigenen spezifischen Pfiff, der eine andere Frequenz hat als wie des nächsten Hundes und weiß so genau, was er dann tun muss. Nachdem wir uns die Ausbildung der Border Collies angeschaut hatten, ging es mit unserem Bus dann weiter nach Bowness-on-Windermere. Dieses ist ein ganz kleines Örtchen mit etwa 3800 Einwohnern, welches an einem wirklich sehr schönen See liegt. Geplant war der Aufenthalt hier eigentlich für den nächsten Tag, allerdings hatten wir noch ein wenig Zeit, kamen dran vorbei und hielten einfach spontan an. Auf jeden Fall konnten wir schon mal einen ersten wunderschönen Eindruck mitnehmen, denn am nächsten Tag sollten wir hier auch wieder herkommen und uns ein wenig länger aufhalten. Aira Force, Ein wirklich schöner Wanderweg, wobei ich zugeben muss, ich bin ihn leider nicht mitgewandert. Und das war, wenn man sich diese Bilder hier anschaut, im Nachhinein auch sehr gut, weil ich glaube, dieses Auf und Ab über Stock und Stein hätte ich nicht bewältigen können. Ja, ihr Lieben, wir hoffen natürlich, unser Video gefällt euch. Und wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren, dieses Video liken würdet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch gerne teilen. Wenn ich vorhin gesagt habe, über Stock und Stein und bergauf und bergab, dann seht ihr hier, was ich meine. schon gut. Ja, ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende unseres kleinen Videos. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn es so ist, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.